Und mitten im Kampf, zwei Wellen folgen noch. Es heißt weiterhin Shogun Showdown Zeit hier. Schön, dass ihr dabei seid. Auf Twitch sind Japan-Fans dabei, auf YouTube wohlweislich vermutlich auch. Nochmal der Hinweis, Spiel gibt es im Augenblick rund ums Full Release. Ein bisschen vergünstigt auf Steam. Link darauf im Twitch-Chat gepostet, auf YouTube hier drunter. Und nochmal der Hinweis, dass neben mir auf der anderen Seite nämlich doch das Wörtchen Werbung steht, dank an den Publisher Goblins, für die finanzielle Unterstützung von Stream und Honorar. Macht das Spaß? Ich bin total... Hätte ich nicht... Also, man weiß es vorher nicht genau. Man sieht irgendwie ein Spiel, es hat 1000 gute Rezensionen, und zwar im wörtlichen Sinne über 2500 positive Rezensionen auf Steam. Und dann denkt man, ja, vielleicht irrt sich die Schwarmintelligenz auf Steam ja nicht, und dann macht sie es wirklich nicht. Das ist wirklich sehr cool hier. Wen haben wir hier als neue Gegner? Ah, das sind wieder diese normalen Schwertkämpfer. Aber schaut mal. Entweder trägt der hier... Ah, er hat eine extra Fähigkeit. Massenvergiftung. Vergiftet alle Gegner, erleiden am Ende der Runde einen Schaden. Dauert 3 Runden. Das heißt, ihn sollten wir ausschalten. Und zwar schnellstmöglich. Er hat 3 Trefferpunkte. Wir nehmen einmal das normale Schwert. Er dreht sich gleich um. Wir schalten ihn einmal komplett aus, bitte. Indem wir... das hier auch noch machen. 4 Trefferpunkte. Jetzt greifen wir ihn an. Schalten ihn einmal aus. 4 Lebenspunkte kostet ihn das. Jetzt können wir das Gift erbeuten gleich. Die rüsten sich mit normalen Waffen hier aus, die wir auch haben. Ah, das sind die ohne Cooldown. Da müssen wir aufpassen. Das ist das, was wir auch haben. Ohne Cooldown. Beide haben 3 Trefferpunkte. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich ziehe erstmal einmal nach links und sammle das ein. Sollen wir das jetzt nutzen? Oder sollen wir uns das aufsparen? Schaut mal, was hier steht. Massenvergiftung, nochmal aufgesammelt. Vergiftet alle Gegner. Erleiden am Ende der Runde einen Schaden. Das können wir jetzt machen, aber im Augenblick brauchen wir es nicht. Ich würde es im Augenblick aufsparen. Ich weiß nicht, ob man es mitnehmen kann in den nächsten Kampf. Aber ich weiß, wir brauchen es im Augenblick nicht zwingend. Ich würde es im Augenblick noch warten. Für einen Boss sinnvoll sein? Ja, eventuell. Er zieht gleich auf uns zu. 3 Trefferpunkte. Er auch ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall den Standardangriff. Er greift uns gleich an. Wir tauschen einmal den Platz und ziehen nach links. Ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, hätte er auf seinen Kollegen drauf gestochen. Wir drehen uns um. Machen einmal auch den Fernkampf noch dazu. Nee, wir dreschen zweimal. Nee, Fernkampf setzen wir dazu. Dreschen jetzt hier drauf, klauen ihm 3 Trefferpunkte. Ja, haben immer noch 4. Feind zieht nochmal vor. Wir sind mitten in der dritten Welle drin. Der hat ein ganz normales Schwert. Wir nehmen nochmal das normale Schwert, das keinen Cooldown hat. Das nehmen wir auch nochmal. Doppelschwert in beide Richtungen. Er würde auf uns dreschen. Wir dreschen als erster alle 3 Trefferpunkte weg. Leider kommt jetzt sofort die 4. Welle. Weil kein Feind mehr da war. Also ohne, dass wir irgendwie warten müssen. Der muss sich... Das sind beides diese Leute mit den Sturmangriffen. Wenn man einmal den Speer, der 2 Felder weit Schaden macht, setzen den jetzt sofort ein. Auf beide. Und er hier vorne hat jetzt auch ein Schwert für einen 2er-Angriff. Wir sammeln hier einmal Punkte ein.
4 Trefferpunkte. Wir machen auf jeden Fall letzte Welle, ne? Wir nehmen einmal den normalen Messerangriff. 2er Angriff kann das sein. Wir nehmen nochmal den Fernkampfangriff. Jetzt kann er nach uns stechen. Wir ziehen allerdings ein Feld nach links und weichen ihm aus. Sein Speer hat eine 2er Reichweite. Und jetzt ziehen wir ihm hinterher. Einmal. Zweimal. Er kann noch nicht angreifen. Er muss sich erst wappnen. Nochmal auf ihn drauf. Und jetzt. Und wir haben, glaube ich, die Beute automatisch eingesammelt. Diese Goldmünze, die hier rechts unten lag, ne? Der Gegner hat einen besseren Speer, der jede Runde einsetzbar war. Also gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir das gut hinbekommen. Wir können eine Kachel opfern und gegen 40 Münzen tauschen, wenn wir das wollen. Ich habe mich gerade in alle unsere Kacheln verguckt. Ich würde das nicht machen. Geld sammeln wir auch so. Wir behalten alle Kacheln, die wir haben. Nee, komm. Alles bleibt, wie es ist. Eine Runde weiter. Ja? Aber ich hätte gerne mehr Lebenspunkte wieder. Ein Bossgegner. Ivao, der Pfähler. Du bist Komori entkommen. Mir entkommst du nicht. Oben werden die Lebenspunkte von Ivao angezeigt. Allerdings ohne Zahl. Wie viele Lebenspunkte waren das eben? Was glaubt ihr? So um die 15, glaube ich. Ne? Wir haben nur noch 4. Also eben waren es, glaube ich, um die 15. Wenn die Bosse schwieriger werden, hat er vielleicht 20 jetzt. Ja, ne? Alles, was einen kurzen Cooldown hat, nehmen wir. Wir nehmen alles, was wir haben. Er beschwört. Ah, das ist wieder ein Beschwörer. Ziehen ein Feld auf ihn zu. Jetzt will er beschwören. Ivao, der Pfähler. Ich bin gespannt, ob er auch dann beschwört, wenn wir ihn in der gleichen Runde angreifen. Das weiß ich nicht. Oder ob der sein Beschwören stoppt. Nicht. Und der ist hinter ihm. Guck mal. 4 Trefferpunkte haben wir verloren. Was glaubt ihr aufgrund der Anzeige? 4 hat er verloren, wie viele das sind. Ich würde sagen, er hat 20. Glaubt ihr auch, dass wir 5 gerade gemobst haben? Das wäre meine Vermutung. Ich glaube, 5 haben wir ihm abgezogen. Jetzt gönn, der hat wieder ein Schwert, einen Speer, durch das er 2 Felder ziehen kann. Wir aber auch eventuell. Das hat den kürzesten Cooldown. Die rüsten sich aus. Wenn wir hier hinziehen würden, kann er uns stechen. Das ist doof. Wir müssen ein bisschen pokern, wie wir das machen. Wir könnten... Also ich kann ein Feld vorziehen und dann die Plätze mit ihm tauschen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Plätze tauschen auch dann geht, wenn hinter ihm kein Platz frei ist. Doch. Und dann kann er immer noch zustechen. Das ist doof. Das hilft uns gerade nicht weiter. Er wird auf jeden Fall eine Beschwörung machen. Wisst ihr was? Wir nehmen den Speer dazu. Er nimmt auch einen Speer. Wir nehmen Pfeil und Bogen dazu. Er wird jetzt zustechen. Wir ziehen ein Feld nach links. Er sticht daneben. Eins nach rechts. Wir können jetzt den Angriff machen. Den Angriff wollen wir dann verschenken. Aber den kriegen wir ruckzuck wieder zurück. Wir kosten ihn einmal 4 Trefferpunkte. Ich glaube, wenn wir die Waffe runterziehen, hier, das Schwert, um nur die beiden Angriffe durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es dazu führt, dass wir quasi eine Runde verschenken. Deshalb mache ich jetzt den Angriff mit denen allen hier. Oh, was ist denn das hier? Was macht er als nächstes? Erdstoß.
Er greift das Feld vor und hinter dir an. Du greifst jeweils das Feld vor und hinter dir an, das zwei Felder von dir entfernt liegt. Ah, okay. Das heißt, wir dürfen nicht in zwei Felder Entfernung zu ihm sein. Sollen wir eigentlich die Vergiftung machen? Wir setzen einmal die Massenvergiftung ein. Vergiftete Gegner erleiden am Ende der Runde einen Schaden drei Runden lang. Ist genau richtig hier. Genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt haben wir wieder eine Runde Zeit. Wir nehmen nochmal den Standardangriff rein. Er macht den Erdstoß. Wir ziehen ein Feld nach vorne hin. Er macht den Erdstoß. Er wird uns gleich angreifen. Aber ich glaube, er erleidet dann auch Schaden, wenn er zusticht, oder? Wenn er zusticht, trifft er seinen eigenen Boss. Wir haben allerdings kein Schild im Augenblick und er kostet uns zwei Schaden. Ich würde sagen, wir ziehen eins nach links wieder, ne? Ja, er hat einfach zugestochen. Er ist ein Boss für uns abgeschlachtet. Das sind die feinsten Angestellten. Im Eifer des Gefechtes. Kommt mir fast vor, als hätte ich ihn gekauft hier. So, er hat nur noch einen Lebenspunkt. Hier ist überall Cooldown. Er will mit irgendwas wird er gleich machen. Wir ziehen mal ein Feld vor. Das ist doof. Dann wird er uns auf jeden Fall gleich erwischen. Wir können gleich noch die Plätze mit ihm tauschen. Ich tausche jetzt die Plätze mit ihm. Unsere Spezialfähigkeit. Ich laufe ihn durch ihn durch und nächste Runde greife ich mit ihm dann den an, kill ihm den letzten Lebenspunkt, dann haben wir nur noch den Boss. So. Jetzt einmal Angriff hier drauf. Jetzt macht er leider den Zweierangriff durch ihn durch. Ach, Scheibenkleister, jetzt hat er mich in der Falle. Das kostet uns auf jeden Fall zwei Trefferpunkte. Das können wir auch nicht verhindern. Aber er hat, wie viele Punkte hat er noch? 20 hat er jetzt zu Beginn. Was glaubt ihr, wie viele Trefferpunkte das noch sind hier? 8. Hat jemand mitgezählt? Jetzt haben wir das Schild von eben bekommen. Jetzt nehmen wir, drehen wir uns einmal nach links schon mal. Wir nehmen alles an Waffen, was es gibt hier. Er macht nächste Runde nochmal den Erdstoß. Da mal Zeit. Kein Stress. Einmal Fernkampf bitte. Jetzt will er Erdstoß machen in zwei Feldern Entfernung. Wir bewegen uns eins auf ihn zu. Erdstoß rechts, Erdstoß links. Jetzt 6 Trefferpunkte. Speer, Pfeil und Schwert. 6 Trefferpunkte abziehen. Ja. Und jetzt hat er noch 2, würde ich schätzen. Ne? Irgendwas macht er jetzt. Nur irgendwas Fieses. Er beschwört eine neue Einheit. Was glaubt ihr, wie viele Trefferpunkte das oben sind? Übernächste Runde. Was glaubt ihr, wie viele das sind? Es sind 3. Scheibenkleister. Dann bräuchten wir auf jeden Fall 2. Nächste Runde beschwört er. Aber die schworene Einheit stirbt ja in dem Augenblick, wo er auch stirbt. Wir ziehen. Und wenn wir auch hier hinziehen auf das Feld, kann die beschworene Einheit hier schon mal nicht entstehen. Ein Feld nach links. Hier hinten ein Kamikaze. Jetzt töten wir ihn und dann ist er Geschichte. Ja! Ivar, der Fehler geschafft. Von wegen Roguelike. Wir haben noch keinen einzigen neuen Anlauf nehmen müssen. Puh, juhu, brüllt der Chat. WB auch. Echt ein hübsches Spiel. Und am coolsten war das Manöver, wo wir den einen dazu gebracht haben, dass er so durch seinen Boss hindurch mit dem Speer gestochen hat hier. So, die Totenköpfe sind unsere Siege, ne? Anscheinend. Oder Schlachten, die wir gewonnen haben. Gratiskachel. Das Hinzufügen der Kachel zur Angriffsleiste kostet keine Runde. Ja? Also eine können wir verbessern. Plus 3 Abklingzeit. Ach! Jetzt verstehe ich. Also wenn wir die Kachel, eine Kachel können wir ja reinziehen. Und wenn wir die dann reinpacken in unsere Bewaffnung,
setzen wir dabei nicht eine Runde aus, haben aber drei Abklingzeit. Das finde ich total doof. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das würde ich gerne lassen. Das würde bedeuten, wenn wir das hier zum Beispiel verbessern würden, dann, wenn wir uns damit ausrüsten, kostet das keine Runde. Ne? Der Feind kann dann, also es würde nicht nochmal ziehen, aber wir hätten nochmal drei Abklingzeit mehr, das würde ich gerne weglassen. Wir könnten auf neue Auswahl gehen und hoffen, auf was Cooleres bekommen oder einfach sagen, wir sammeln das Geld dafür, dass wir demnächst im Shop nochmal kaufen gehen. Weil im Shop kaufen kostet, glaube ich, 20 Gold. Ich würde auf Upgrades komplett verzichten, Leute. Ich würde auf dem Shop warten. Chat ist sich unsicher, dann sage ich 50-50. Wir machen einfach eine Runde weiter, ja. So, jetzt können wir hier in einen Shop laufen oder hier. Höhere Maximalstufe und Bewegungsladen. Verbesserte Anklickzeit und Angriffsladen. Da waren wir eben schon mal. Jetzt will ich mal rauskriegen, was sich dahinter verbirgt. Was können wir jetzt kaufen? Passiven Bonus, Dynamikbonus. Eine Fähigkeit plus ein Schaden auf Angriffe. Wenn du dich in dieser Runde mit einer Kachel bewegt hast. Also wenn wir ein und derselben Runde einen Angriff durchführen und eine Bewegung. Das haben wir doch noch gar nicht gemacht. Wir haben überhaupt gar keine Fähigkeit, die uns, wenn dir das eine Hilfe wäre. Mit anderen Worten, das ist doof. Das hilft uns gerade gar nicht weiter. Also wir können das kaufen, weil irgendwann nützt es uns vielleicht auf Vorrat. Wir können ja noch mehr Felder ausstatten, aber das war gerade gar keine... Also mit dem Kachelset, das wir haben, hilft das gar nicht. Und wir holen es trotzdem auf Vorrat, ne? Links einen Itemverbesserer. Oh, stimmt. Gegen 10 und ein Item bekommt eine maximale Stufe mehr. Im Augenblick, ja, wisst ihr was, dann geben wir unserem Standardschwert eine maximale Stufe mehr. Dass wir jederzeit benutzen können. Dass er keinen Cooldown hat. Weil das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja? Im Augenblick ist uns das egal, weil wir das noch gar nicht verbessert haben. Das könnten wir machen. Andererseits ist das ein passiver Bonus, der uns immer nutzt, aber... Dadurch ist das Teil selber noch nicht besser. Oh komm, mit 20 könnte man nochmal verbessern. Toll. Eins weiter hier. Einmal drei Trefferpunkte bitte heilen. Verkaufen. Ich will den benutzen. 5 Lebenspunkte da. Können wir irgendwas anderes kaufen? Nein, eine Runde weiter. Was? Wir hätten ein weiteres Angebot bekommen für einen Schädel. Schädel sind für Level außerhalb der Durchläufe. Habe ich gerade nicht ausprobiert. Ziehen wir zum nächsten Kampf zum Mondhafen hin. Oh, wie cool sieht das denn aus? Sehr stylisch. 5 Angriffe gleich möglich. Wir haben noch keine einzige Waffe überhaupt verbessert. Da könnten wir gleich einen Zweierschaden einen schnellen machen. Das ist ein Bogenschütze. Der geduldig hinter den feindlichen Linien auf die richtige Gelegenheit eventuell wartet. Das ist einer, der auf zwei Seiten kämpft. Dann machen wir erstmal den normalen Angriff nach rechts, bitte. Und einmal angreifen, einmal killen, bitte. Sammeln einmal Punkte ein. Der hat auch nur 2 Trefferpunkte. Wir könnten auch die Pfeil- und Bogensache schon mal machen. Nur zur Erinnerung, in dem Augenblick, wo wir den letzten Feind dieser Welle töten, kommt automatisch die nächste. Das heißt, wir haben gar nicht unbedingt einen Bonus da drin, wenn wir den jetzt so früher töten als nötig. Wir sammeln erstmal Punkte ein und statten uns besser aus mit Waffen hier. Ja? Wir machen einmal das hier schon mal. Einmal links umdrehen.
die nächste Welle. Und wen haben wir jetzt? Wir haben auf der rechten Seite den Aschi, wieder einen Bogenschützen. Ah, der ist echt doof. Und das hier vorne, der normale Schwertkämpfer, mit 3 Trefferpunkten leider, und der ballert uns echt weg. Den müssen wir möglichst schnell versuchen zu erwischen. Der guckt in die falsche Richtung, ne? Und ihn eventuell mit einem, der hat nur 2 Trefferpunkte, mit Pfeil und Bogen oder mit dem Speer erlegen. Ich versuch's mal mit Pfeil und Bogen selber. Einmal nach rechts drehen. Ja, hier vorne können wir ein Schild erbeuten. Wir ziehen mal auf den zu. Oder? Ein Schild uns holen. Das Schild brauchen wir im Augenblick nicht. Ich würde sagen, den sammeln wir an für den Bossgegner, oder? Im Augenblick nutzen wir das Schild noch nicht. Da schauen wir mal auch so. Wandhydrant, vielen Dank fürs 11. Abo. Danzet, Danzet, nochmal danke fürs 17. Sheldrak, liebe Grüße an Sascha. Stufe 2 Abo, 16. Schön, dass du dabei bist. Wunderschönen guten Abend an dich. Borchardt, 27. Kommen ganz viele Leute rein. Grüße an euch alle. So, jetzt drehen wir uns einmal nach links. Jetzt kommt gleich die nächste Welle. Einmal den Standardangriff schon mal. Das ist ein Bogenschütze. Das ist ein Speerkämpfer. Und das hier vorne ist ein normaler Schwertkämpfer. Na gucken.